Ja, guten Morgen. Da sind wir wieder nach langer Zeit. Wir sehen, ein paar Figuren haben wir gekauft, die wollen wir euch mal schnell vorstellen. Uschi, warum guckst du mich so an? Na, es muss passen hier so. Ach so, das muss so passen. Ja. Gut, dann gucken wir mal hier. Hier haben wir so ein Bunny-Mädchen. 45 cm soll die groß sein. Dummerweise hat die kein so richtiges Cover auf dem Karton, deswegen haben wir die Rückseite genommen, ne? Ja. Die ist leider auch nicht ganz so günstig. Die hat mal gekostet wohl so 380 Euro. Kostet jetzt 250. Aber schon viel, viel billiger auf jeden Fall. Mali! Die fandst du so wunderschön, ne? Ja, die spielt Harfe. Warum ist das hier? Ist das extra gewesen? Das war nochmal extra irgendwie. Vielleicht haben sie es vergessen. Das muss bestimmt also, dann noch irgendwie rein. Nee, glaube ich nicht. Aber gut, gehen wir dann mit dazu. Das fandst du die schönste Figur auf jeden Fall, ne? Ja. Ich glaube, von Sword Art Online ist die, ne? Weil die auch so schön ist vom Gesicht her, guck mal. Mhm. Deluxe. Die hat ursprünglich mal gekostet 299 Euro, kostet jetzt ein 100er weniger. Also 199, naja, oder 200 halt, ne? Dann, das war eine etwas günstigere Figur. Die hat mal 99 Euro gekostet. Die würde jetzt 49 kosten. Und die ist auch schön. Und bei der ist das genau das gleiche wie bei der. Die hatte auch mal einen Originalpreis irgendwie von 290. Die kostet jetzt praktisch auch 199. Die ist auch schick, ja. So, was haben wir denn hier? Und bei den anderen beiden ist genau das gleiche. Genau, die waren auch so um die 300 sonst. Kosten jetzt auch 199. Also seht ihr ein bisschen höherwertige Figuren. Das ist hier das dunkle Magiermädchen, ne? Ja, von Yu-Gi-Oh! Sieht auch schön aus. Sieht auch cool aus. Haben sie natürlich heftig eingepackt, ne? Hm. Das Ding. Da darf ja nichts kaputt gehen. Dann haben wir hier noch einen Riesen-Funko von Yu-Gi-Oh! Das ist der Harpiendrache. Wow. Der kostet 39 Euro. Bunny hast du voll im Griff, ja? Naja. Bei denen weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein. Das sind irgendwie diese Monster von Turtles, ne? Also, Zeichentrick ich find, also von der Farbe her und so finde ich die ja schon voll cool. Und ich glaube, weiß ich nicht, die sind so vom Comic her, die sehen auch richtig so aus, ne? Die ja, sehen schon cool aus. Ja. Dann haben wir hier noch einmal einen Basketballspieler. Trey Young, kenne ich gar nicht. Ist auch geil. Aber gut, wir gucken ja auch keinen Basketball. Den alten Mann kenne ich hier. Hulk Hogan. Als Wrestling-Figur. Das ist schon ganz cool, ne? So, was haben wir hier? Dann haben wir hier ein paar kleinere... Oh, haben wir doppelt gekauft hier? Ja, hast du wohl. Ach, ich bin schuld. Vielleicht haben wir auch eine geschenkt gekriegt, weiß ich nicht. Von Boba Fett von der Serie ist das auf jeden Fall. Und Mandalorian und Rogue One von Star Wars, ein paar Figuren. Ja. Die sind auch relativ günstig, kosten glaube ich um die 10 Euro so. Ne? Ja. Dann haben wir hier diese durchsichtige Figur auf diesem Portal von dieser Black Series. Die hatten wir schon mal, aber die ist jetzt wieder da. Ja, genau. Die sehen auch richtig cool aus. Die können wir wohl von unten beleuchten und dann strahlen die in alle Richtungen. Ne? Gut, dann haben wir das Pokémon-Waffeleisen hier. Cool! Achso, das war auch nochmal Star Wars Black Series. Ist so ein Doppelpack halt. Mhm. Hatte ursprünglich mal gekostet so 89 Euro oder sowas. Würde jetzt 59 kosten. Was ist das hier? Spiel. Goldrausch Galaxie ja. Von Hasbro. Was wir alle so mitbestellen. Wa? Na du. Nee, ich hab dich gefragt. Achso. Und du hast gesagt, ja, alles rein da. Ja, dann hab ich Die haben noch eine coole Magic-Tasse. Habe ich das höchstwahrscheinlich nicht gesehen. Mit einem roten Maler drauf. So, und dann haben wir hier noch ein paar Funko Pop Schlüsselanhänger. Die kosten bei uns jeweils immer 5 Euro. Das denke ich mir auch ganz cool für den Preis, ne? Die kosten sonst, glaube ich, so 6,99, 7,99, ne, glaube ich. Stranger Things ist das hier, ne? Mhm. Wahrscheinlich die coolste Figur von den ganzen. Sieht dann so hier hinten aus. Sind noch ein paar Funko Pops, wie ihr seht.
Von My Hero. Star Wars. Dann hat man hier so eine neue Serie, Ted Lasso, die kann man nicht. Aber die Figuren sind, fand man eigentlich ganz cool. Deswegen haben wir das halt auch mal bestellt. Ne? Ja. Von My Hero, die spielen alle irgendwie Baseball hier. Einer hat einen Schläger, einer fängt und so weiter. Ne? Dann haben wir hier noch vom Paten. Da ist noch eine. Genau. Vito. Die haben wir auch dabei. Ja, seht ihr ja, der Rest ist so Tokyo Ghoul und so. Und dann hatte ich gestern aufgeräumt bei uns zu Hause. Das ist der Hammer. Und ihr glaubt nicht, was ich da noch so gefunden habe. Einmal den Festtagskalender, also den Adventskalender vom letzten Jahr. Den können wir euch jetzt natürlich günstiger verkaufen für 39 Euro. Der hat sonst 59 gekostet. Also 20 Euro billiger. Und was natürlich interessant ist, da sind natürlich die alten Booster drin. Die sind natürlich interessanter wie die neuen Booster wahrscheinlich. Wer weiß, vielleicht ist da auch so 151er drin oder sowas noch. Wer weiß es. Und dann habe ich noch einen ganzen Karton gefunden mit der Ultra Premium Collection. Die haben wir jetzt auch wieder auf Deutsch. Gut, das war das einmal. Wollen wir noch kurz zeigen, was an Karten gekommen ist? Ja, dann schnell. Dann lauf. Kleines Stummelbeinchen. Ja, immer hinter dir hinterher. Sehr gut. Hier. Ach so. Stürmische Funken ist gekommen. Von jedem ist praktisch so ein Hauptset gekommen. Davon ist natürlich auch die Top Trainer Box und so Dreierblister gekommen. Uschi mimt mich nach, das ist natürlich nicht nett, aber gut. Dann ist von One Piece gekommen, das Set The Best, wo wir wohl auch dieses Godpack rausziehen können für 10.000 Euro. Willst du lästern? Nee. Nein, du doch nicht. Dann von Magic ist Grundstein gekommen. Das neue Hauptset, das soll wohl die Grundkarten haben für die nächsten 5 Jahre, soweit ich das mitgekriegt habe. Dann ist die nächste Rarity Collection gekommen, Bonanza heißt sie diesmal. Von Yu-Gi-Oh! Gibt es eine Serie von, ne? Bonanza. Ja, ja, das ist aber Wilde Westen und sowas, ja, ne? Na gut, das Magic-Kram hatten wir. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel. Seht ihr was? Dann haben wir von Lorcana das neue Set gekriegt, Azurblaues Meer halt. Dann, Star Wars war noch. Dann war das neue Star Wars Set. Niedergang der Republik. Dann war das neue Digimon Set und das neue Dragon Ball Set war noch. Hättest du das nicht zuerst sein können, dann hätte ich von da runtergehen können. Ja, ist ja gut, hör auf zu lästern. Gehen können. Leg auf! Ah, nee, nicht leg auf. Schließ das Video. Tschüss! Ja, Feierabend. Tschüss.